Hallo, liebe Freunde des gepflegten, rundenbasierten Taktikspielspaßes und willkommen zurück zu Jagged Alliance Rage. Wir haben ja beim letzten Mal den Sektor hier mehr oder weniger freigeräumt und geplündert. Ich habe jetzt schon mal die beiden Soldaten ans Ende des Sektors geschafft, damit es hier ein bisschen startklar schneller geht. Wir müssen ja Shadow... Einsatzbereit. Ja, komm, okay. Besser als ich dachte. Naja, wie gesagt, wir haben das mit dem Zivilisten beim letzten Mal nicht geschafft. Jetzt ist die Frage, wie das jetzt hier weitergeht und was das für Konsequenzen für uns hat. Auf jeden Fall müssen wir die beiden erstmal ein bisschen verarzten. Alle sind tot. Wir haben sie im Stich gelassen. Ach komm, entspann dich. Der Scheiß hat uns Söldnern mal was bedeutet. Aber nicht dieser neuen Sorte. Das sind Tiere. Wir haben das Gefängnis eingenommen. Und wir werden unsere Toten begraben und um sie trauern. Jetzt sehen Sie, warum wir diesen Kampf führen müssen. Warum wir diesen Schurken nicht erlauben dürfen, ihre Schreckensherrschaft fortzusetzen. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Meine Männer machen jetzt weiter. Sie haben bewiesen, dass Sie auf unserer Seite sind. Wir werden Ihnen helfen, den Funkturm einzunehmen, damit Sie Ihr HQ verständigen können. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Zwei von meinen Männern erwarten Sie dort. Alvita, over und aus. Warum hat die da jetzt so blöd gelacht? I don't know. Auf jeden Fall strange. Gut, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die jetzt irgendwie verarztet kriegen. Können wir das jetzt... Hier ist ein Häkchen dran. Was ist hier eigentlich? Warte mal, ausruhen. Was, er hat auch ein Schrapnell? Was ist mit ihm? Was ist das für ein Zeichen hier? Okay, also Shadow hat schon wieder ein Schrapnell. Dann hauen wir das mal raus. Oder war es Grunty? Nee, Grunty. Grunty hat ein Schrapnell. Und genau, wir haben jetzt hier Waffenteile. Ansonsten, ich würde sagen, er erholt sich erstmal. So, dann ausruhen beenden. Okay, 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 okay. So, und jetzt, wir brauchen das chirurgische Besteck, ne? Erste Hilfe, Antibiotika, chirurgisches Kit. Ja, hier. Meinem Fuß geht es schon besser. Sehr gut. Ansonsten, er ist entzündet. Ach, das ist die Entzündung. Gut, dann nimm doch mal die Antibiotika. Wir wechseln hier mal durch. Ah, hier, guck mal. So. Zack. Die Entzündung ist weg. Gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass beide... Wir gehen mal dorthin. Ohne Wasser können wir nicht mehr lange weitermachen. Ja, ja. Hinterhalt. Hinterhalt. Das sollte aber kein Problem sein. Es kann losgehen. Ach. Guckt euch das mal an. Die Maps wiederholen sich dann doch immer wieder. Wie viele Gegner haben wir denn? Zwei. Nur diesmal kommen sie von der anderen Seite. Los. Eine Minimap wäre geil. Oh. Shit, die kommen von mehreren Seiten. Ist ja auch so logisch, wenn die aus einer Richtung angelatscht kommen. Die Frage ist jetzt... Erstmal muss der raus, auf jeden Fall. Los. Okay. Dann... Ja. Rundenwechsel. Oh, das sind zwei sogar. Shit. Das sind drei. Ich bin getroffen. Ich werde beschossen.
Erwischt. Stelle beschossen. Es kann losgehen. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Einsatz erneut starten? Was passiert denn da? Kommt die Map da neu oder? Einsatzbereit. Okay, also die kommen von beiden Seiten, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Also einmal das gesehen, ist das ziemlich, ziemlich unfair. Weil die kommen in einer geschlossenen Gruppe den Weg entlang. Da kommen keine zwei Gruppen von aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Also es ist einfach völliger Bullshit, was hier gerade passiert. Ja, also das Spiel macht es einem künstlich schwer. So, geh mal da hoch. Shadow ist bereit. Okay, Shadow kann da nicht hingehen. Dann geh mal dahin. Startklar. So, hat Shadow jetzt schon alle seine Punkte aufgebraucht? Ja, hat er. Gut, dann machen wir mal einen Rundenwechsel. Die sind echt assi, weil sie eher... Minus 6! Mierda! Minus 7. Stelle beschossen. Minus. Kann losgehen. Okay. Ich fühle mich... Also... Doch, ich fühle mich verarscht vom Spiel. Kann losgehen. Weil das... Wer denkt sich in so einen Scheiß aus? Gegner von zwei Seiten. Das ist absolut tödlich. Ich habe auch überhaupt keine Chance hier irgendwo. Warte mal, geh mal hier runter. Einsatzbereit. Ich kann Shadow hier nicht auf freier Flur stehen lassen. Ne, das funktioniert nicht. Ach, der ist noch auf Schleichen gewesen. Okay. Geh mal dahin. Und jetzt. Er kann sich nicht hinlegen, okay. Lassen wir die erstmal ein Stück rankommen. Es kann losgehen. Kann er die Granate? Okay, die müssen näher ran. Er muss auch näher ran. Hier. Crunty kann aktuell nur auf den da oben schießen. Ah, nehm ihn doch mal bitte. Warte mal, wir speichern das mal. So. Und jetzt nimm ihn doch mal raus. Hier mit Headshot. 82%. Willst du mich verarschen? Sorry, aber ey, nee, da bin ich zu pedantisch und das lade ich dann halt einfach neu. 82%, ja, das ist wie RNG bei World of Tanks. Ja. Das, also 82% bedeutet, dass in 5 Fällen er 4-mal ihm einen Headshot gibt. Ja, so. So, wir machen das jetzt einfach nochmal. Also bitte. Und weg mit dir. Danke. Er kann auf ihn... was? Mit der Waffe kann er schießen, aber mit der kann er auch schießen, ich wollte schon sagen. Gut, hier 58. Das sind nur die beiden. Schieße mal die Beine an. Okay, nimm ihn raus. Leg dich hin. Sieht dich keiner.
So, da kommt der nächste. Es kann losgehen. Gut, Crunty. Los. Du musst jetzt mal auf ihn schießen. Und wisst ihr auch was? Das speichere ich vorher auch. Ach, guck mal, jetzt geht Einsatz neu starten nicht mehr. Warum das denn? Das ist interessant. So. Nee, er nicht, sondern er. Ich könnte ihm jetzt auch versuchen, einen Headshot zu geben. Perfekt. Und weg mit dir. Jetzt Shadow. Ja. Er hier. Warte mal, was ist mit der Waffe hier? Ach komm, mal gucken, was die macht. Oh! Wow, die macht gar nichts. Alles klar. Hallo? Feind getroffen. Ist der dumm? Einsatzbereit. Ja, Headshot. Gut. Startklar. Crunty. Auf ihn. Ja, komm. Ja, okay, der hält einiges aus. Shadow ist bereit. Shadow kann nichts machen, kann den aber plündern. Gut, dann nimm mal die Munition mit. Kann er nicht. Kann er die wenigstens nachladen? Nö. Na gut, dann müssen wir jetzt. Ich überwache das Gebiet. Shadow ist bereit. Dann überwache mal das Gebiet dort. Startklar. Wir nehmen mal lieber die Waffe, von der haben wir noch mehr Munition. Scheiße. Trifft nicht. Oh, er kann nochmal schießen. Jetzt vielleicht. Shadow ist einmal getroffen. Wo ist der andere? Ach, der steht da hinten rum. Okay, verstehe. Ich überwache das Gebiet. Shadow ist bereit. Warum kann er nicht auf. Was ist, wenn er. Ah, jetzt. Guck mal. Hallo, Schnucki. 80%. Haben wir schon mal einen. Hier. Weg. Und jetzt müssen wir einfach noch mit Crunty hier. Ich bin getroffen! Ja, der hat eine fiese Weste an. Können wir uns näher ranroppen? Ja, komm, geh mal dahin. Hallo? Dann geh mal dorthin. Ich überwache. Kann losgehen. Ja, aber wach mal. Schön für dich. Alles klar. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich will jetzt erstmal versuchen, mit Shadow da näher ranzukommen. Aber dafür müssen wir einen Rundenwechsel machen. Ja. So, geh mal dahin. Jetzt hat Shadow eine bessere Treffer. 47%. Na, das ist immer noch nicht geil. Start, wir treffen ihn einmal. Und Crunty wird halt immer gesehen. Wenn er schleicht auch. Ja, okay, das nützt also nichts. Dann Rundenwechsel machen. Ich überwache Einsatz das Gebiet bereit. Hier. Ja, aber wach mal. Das ist ja echt toll. Dann gehen wir mal hier hinten rum. Und dahin. Ich überwache ja das Gebiet hier. Ah, da wird er gesehen. Okay, komme ich von hier besser an ihn ran? Immer noch. Ah, hier wird er jetzt gesehen. Was ist, wenn er schleicht? Wenn er sich hinlegt? Auch. Aber dann kann er selber nicht mehr schießen. Das ist ja bescheuert.
Ich will ihn halt mit so wenig Aufwand wie möglich da rauskriegen, ne? 51%. Puh, er trifft gar nicht. Einsatzbereit. Interessant ist, dass er jetzt... Er guckt jetzt zumindest woanders hin. Das hilft Crunty hier in die Position zu kommen. Ich überwache Shadow das Gebiet hier. Ha, also man kann wirklich, indem man Leute ablenkt, gucken die in eine andere Richtung und dann sehen sie nicht mehr so gut. Na dann, schieß ihm mal die Beine. Das war's. Das war der letzte. Okay, sehr gut. Dann können wir die jetzt noch looten hier. Magnum-Munition. Hat irgendjemand an... Es kann losgehen. Hier. Der hat eine Granate. Da. Ach so, der kann wieder nur 4 Granaten stacken. Hier. Haben jetzt keine Granate verbraucht. Helm sind die beiden noch voll. Er hat hier das Sniper-Gewehr. Das gefällt mir natürlich wirklich gut. Adrenalin. Ja. Wer hat die Adrenalinspritzen? Die hat er. Startklar. So, einmal Wasser trinken bitte. Durst gestillt. Ah, das Wasser fühlt sich gut an. Startklar. Jetzt, das, was hatten die für eine Munition? 7,62. Das ist dann also... Das, die hier. Waffenteile. Okay, nimm mal mit. Es kann losgehen. Shadow hat da noch einen Platz dafür, das ist gut. Also mal gucken. Das ist 7,62. Die müssen wir auf jeden Fall jetzt mitnehmen. Alles und klar. Die müssen wir Crunty geben. Kann er die... Kann er die mal bitte laden oder kann die nur 4 Schuss... Wieder Runden wechseln. Es kann losgehen. Alles klar. Okay, die Waffe hat scheinbar nur... 4 von 5. Okay. Wo war das jetzt? Hier, 7,62. Ach, das ist doch eine andere, so wie das aussieht. Oh, nochmal, ich nehme mal die hier weg. Kann er jetzt die Waffe laden? Ja, aber nur eine. Es ist halt auf jeden Fall, es gibt 7,62 WP, was auch immer, wofür WP steht. Es gibt NATO 7,62 Munition. Eieiei. Und die Knifte braucht aber 5,56 und die braucht 5,54. So langsam wird es kompliziert mit der Munition. Shadow ist bereit. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir haben hier 4-mal Alkohol, er hat 3-mal Alkohol. Nimm die bitte mal. So viel Alkohol brauchen wir nicht. Okay, dann haben wir die beiden jetzt gelootet. Alkohol. Damit Die Verbände. Ja, du hast es gerade dahingelegt, den Alkohol. Du Nase. Wo ist denn der andere? Hier waren doch hier, ne? Okay. Granate, Verbände. Okay, das brauchen wir nicht. Dann liegt hier noch einer. Die Munition entladen wir mal. Was ist das jetzt hier? 5,45. Das kannst du mal stacken. Hier. 5,4. Hier. So, machen wir dich mal voll damit. Beziehungsweise lass uns mal kurz gucken, was für einen Zustand die Waffe hat. Einsatz. Was hat Shadow? Oh ja, hier Shadow. Komm mal her. Nimm die mal. Die entladen. Nachladen und Munition ist. Okay, perfekt. Was ist das? Auch nochmal 5,45. Die nehmen wir auch mal mit. Und hier oben muss noch einer liegen. Alkohol. Genau. Damit können wir Verbände. Alkohol und das war's. Eieieiei. Alles Looten dauert schon lange. Ne? So 1, 2, 3. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Hier fehlt noch einer. Das, wie viele Gegner waren es? 6? Der hier? Das waren doch 2, die hier standen, oder? Bin ich blöd. Naja, gut. Ist. Ah, hier. Keine Ahnung, ob sie gute Waffen an diese Idioten vergeudet haben. Alter, eine AK-74, nicht AK-47, aber eine AK-74 ist eine
Weiterentwicklung der AK-47? Was braucht die für Munition? 5,45. Das ist die gleiche Munition wie die hier. Hello, my friend. Das ist eine MP und das ist ein Sturmgewehr. Oh, geil. Entlade die Munition. Okay. Hier ist noch mehr Munition. 50 Schuss hat er jetzt dabei. Los. Grunty hat auch 50 Schuss. Das muss reichen. Jetzt wollen wir mal gucken, welche Kniff die hier besser ist. Die hier ist besser. Nachladen. Munition entladen und mitnehmen. Okay, gut. Dann haben wir den Sektor hier auch freigeräumt, beziehungsweise den Hinterhalt erledigt und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Jagged Alliance Rage. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, eure Tipps in die Kommentare und wie gesagt, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.